Hallo, herzlich willkommen hier bei Löwenherzlein im Maul. Ja, ich habe mir was Neues überlegt. Ich mache jetzt immer Mitte des Monats Readings für die Elemente. Und zwar, jetzt seid ihr, liebe Luftzeichen, dran. Ich werde mich hier um die Liebe beschränken. Ein kurzes Liebesupdate immer Mitte des Monats. Ja, im Grunde genommen werden die Legungen ähnlich sein wie oder gleich sein wie bei den einzelnen Sternzeichen-Orakeln. Ich fange hier an mit Lenormand, die gedankliche Ebene, die Ist-Ebene und die nächsten Schritte. Dann kläre ich mit den Tarots wie immer. Eine Zeitkarte habe ich und eine Karte aus den Liebesbotschaften. Das ist ja auch ein Liebesupdate, was ich hier mache. Ja, mal sehen, wie es euch gefällt. Ich denke, ich werde das denn so beibehalten. Wir werden sehen. Okay, ich fange an zu mischen. Und dann gehe ich dann für euch gleich in die Deutung. Einmal die Klangschale. Schwingt euch auf eure Themen oder auf euer Thema ein. Es geht ja um die Liebe auf den Menschen, mit denen den ihr eventuell jetzt schon im Kopf habt. Und dann geht's los. Universum, bitte für die Luftzeichen auf der mentalen Ebene, ging schon zwei raus, für den November, für die Energien, für Mitte November die Energien, für die Luftzeichen. Da wollten zwei raus, die nehmen wir natürlich. Einmal für die Jetzt. Ebene für die Gegenwart. Was ist da bei den Luftzeichen Mitte November zu sagen? Die Wolke zeigt sich ja auch. Das sind jetzt, okay, das sind zwei. Die nehmen wir, dann wird es halt zwei Vierer rein hier. Und dann hätte ich gerne die nächsten Schritte. Was resultiert denn aus der Gegenwart und aus den Gedanken? Die nächsten Schritte, bitte für die Luftzeichen für den November. Ich gerne Karten für die Luftzeichen für Mitte November, für die nächsten Schritte dabei. Zwei, eine. Eine brauche ich noch. Okay. So. Dann drehen wir hier mal die gedankliche Ebene um. Da haben wir den Baum, eine Personenkarte, die Dame, den Ring. Oha, hier soll gesprochen werden. Die Ist-Ebene. Oh. Okay. Und die nächsten Schritte. Was haben wir hier auf der gedanklichen Ebene? Entweder seid ihr das oder euer Gegenüber, wenn ihr jetzt schon jemand Bestimmtes im Kopf habt. Hier macht sich jemand Gedanken um sein Leben, ganz klassisch. Der Baum und die Dame, diese Person schaut hier rauf, dreht euch das um. Das ist natürlich geschlechterneutral, ist ja eine Person, die sich hier sehr viel Gedanken um ihr Leben macht, wie es jetzt ist, oder wie es weitergeht, was dieser Mensch möchte. Da ist er sehr in seinen Gedanken jetzt verstrickt und es geht hier um eine Beziehung und es geht hier um Gespräche. Also jemand möchte kommunizieren, reden, diskutieren, Ring und Ruten. Man möchte wahrscheinlich hier eine Aussprache mit einer anderen Person. Wir haben jetzt die Ist-Ebene. Ja, hier nochmal die Kommunikation, die Briefe, die Lilien. Die Lilien stehen ja auch für die Harmonie, aber auch für die sexuelle Anziehung, ja, dass man hier darüber reden möchte, eventuell, dass man jemanden auch noch wirklich anziehend findet und der ihm wahrscheinlich auch nicht so ganz oder ihr aus dem Kopf geht. Vielleicht findet das jetzt tatsächlich schon statt, dass ihr in Kommunikation seid. Dann haben wir einmal den Park und da schaut der Fuchs
rein. Ich denke mal, diese Kommunikation läuft so ein bisschen falsch, denke ich mal. Also der Fuchs, wir haben ja auch die Ruten hier auf der gedanklichen Ebene, es ist ein bisschen heftiger, es wird nicht nur so harmonisch geredet, sondern da geht es auch tatsächlich zur Sache, das sind Diskussionen. Und dass das hier vielleicht jemand etwas falsch angeht. Ich kriege das hier gerade so ein, dass hier jemand was öffentlich gemacht hat. Der Park ist ja auch als Eigenschaft, dass man was offengelegt hat, was kundgetan hat oder dass man das vielleicht nicht ganz richtig war. Und das möchte man vielleicht auch hier wieder gerade stellen, weil ist viel Redebedarf, ja. Und die Lilien stehen auch für die Harmonie, ja, dass hier jemand doch einsieht, dass er vielleicht eine falsche Entscheidung mal getroffen hat oder dass das was Falsches rübergekommen ist. Und ich glaube eher, dass man hier korrigieren will, weil wenn ich hier den Baum habe, das geht ja schon, es ist was Entscheidendes passiert. Ja, das ist nicht nur mal, ich habe was Falsches vielleicht so gesagt und es tut mir leid, sondern dass man hier vielleicht eine falsche Entscheidung im Leben getroffen hat. Bezüglich auch einer Beziehung und darüber möchte man mit dem anderen jetzt reden, dass es hier, dass das falsch rübergekommen ist einfach oder dass man sich darüber Gedanken gemacht hat, dass das nicht richtig war, wie man sich verhalten hat, was man öffentlich gemacht hat, was auch immer das in eurem Leben ist, müsst ihr schauen. Auf jeden Fall möchte man hier drüber reden und natürlich steht sie für sexuelle Anziehung auch, aber auch für die harmonischen Gespräche. Deswegen gehe ich eher davon aus, dass es im Jetzt um eine Korrektur geht, was man damals falsch getan hat, dass man sich da falsch kommuniziert hat, denke ich mal. Ich nehme gleich mal Klärungskarten, dann kommen wir der Sache ja vielleicht näher. Einmal bitte zu der mentalen Ebene, die wollte hier raus. Noch einmal eine Tarotkarte, die mentalen Ebene. Okay, jetzt auch noch. Ja, das denke ich nämlich tatsächlich. Einmal 9 der Schwerter, ja, die schlaflosen Nächte, ja. Hier hat sich einmal fa einer falsch verhalten. Und das kriegt er nicht aus seinem Kopf. Das kriegt er wahrscheinlich lange nicht aus seinem Kopf, weil der Baum steht ja auch für eine ganz, ganz lange Zeit. Vielleicht ist es auch schon lange her und diesem Menschen wird das jetzt bewusst. Der wird das einfach nicht los, ja? Dass der hier irgendwie, dass es da zu Missverständnissen auch gekommen ist. Also 9 der Schwerter ist tatsächlich so diese schlaflose Nächte. Ne? Am Tag geht's noch, aber es holt ein, sobald man liegt, ein, die Gedanken. Man kann das nicht wegdrängen. Man hat es vielleicht versucht wegzudrängen, aber es geht halt nicht, ja. Und ich denke mal, dass dieser Mensch hier diesen Frieden braucht, um irgendwas klarzustellen, damit er aus diesem 9 der Schwerte-Modus rauskommt. Dann einmal 5 der Münzen, ja, die Mangelkarte, ne? Dieser Mensch ist hier im Mangel, in der Bedürftigkeit und was er auch immer getan hat oder sie, es war. Dreht euch das um, es kann vor euch stehen, euer Gegenüber, ja. Es hat ihn nicht in die Fülle gebracht, so wie er es wollte. Man hätte hier reingehen können in diese Kirche, ja. Hier sind zwei Bettler, die laufen hier um die Kirche rum, aber hier ist Licht, hier ist warm, hier kann ich rein. Tun sie aber nicht, sondern das ist immer dieses Klagen, Jammern, Mangel, das Opferverhalten auch, ne, also dieser Mensch ist hier in einer absoluten Mangelenergie und hat schlaflose Nächte, möchte drüber reden und möchte, denke ich, die Harmonie wieder hier herstellen. Das kriege ich hier tatsächlich so rein, weil hier was öffentlich gemacht worden ist, was nicht korrekt war, falsch war. Ja, und dieser Mensch möchte aus dieser Energie hier raus und sucht deshalb diese Kommunikation zu dir oder ja, vermutlich zu dir. Und wir nehmen jetzt mal die Ist-Situation. Was ist denn hier noch zu sagen? Was ist denn?
Okay, da sind zwei rausgefallen. Jo, einmal Ass der Kelche, ja. Hier möchte dieser Mensch dir, es ist ja eine sehr emotionale Karte mit den Kelchen, ist auch für einen Neuanfang, seine Emotionen preisgeben, ne? Also ist vielleicht auch in die Selbst, also diese Gefühle sprudeln ja über, ja. Die Emotionen müssen hier raus und diese Emotionen, die dieser Mensch hier verdrängt hat und gedanklich gar nicht verarbeiten kann, möchte er hier jetzt dir zeigen, dir geben und möchte praktisch diesen Frieden, um sich vielleicht auch selbst emotional einfach zu erleichtern, einfach zu sagen, ey, das war nicht korrekt, ja, verzeih mir oder ich meine Emotionen sprudeln hier über, ja. Dann haben wir einmal drei der Schwerter, ja, auch wieder diese Gedanken, ne? Aber das ist nicht so krass wie neun der Schwerter, sondern hier geht man doch mehr in die Ruhe. Man ist hier auch in einer Kapelle und für mich so ein bisschen die Meditationskarte. Dieser Mensch liegt hier und versucht seine Gedanken wirklich zu beruhigen und in der Meditation, in den Gedanken Antworten auch zu finden, wie man aus dieser Mangelenergie, aus dieser Gedankenspirale hier rauskommt, ja. Und man kommt dann letztendlich zu dem Entschluss, ja, man muss seine Gefühle hier offenbaren und dem anderen das tatsächlich auch zeigen. Jo, dann Zehnermünzen, das ist natürlich die absolute Manifestationskarte, die absolute Fülle auch. Das ist nicht immer materiell zu sehen, aber man hat doch. Also ich fange nochmal von vorn an. Man sieht hier, die Karte ist sehr spannend. Da sieht man ja mehrere Generationen auch drauf. Ja? Ein alter Mann blickt hier zurück, sieht hier junge Menschen und hier diese Stadt hinter sich. Hier sind hier irgendwo auch noch hier ein Kind. Und der blickt so zurück auf sein Leben. Und ja, er hatte doch alles in seinem Leben. Er hatte doch diese Fülle da, ja, mit diesen Menschen. Und es war doch das, was er wollte, was das Beständige, also das mehr geht ja nicht, 10 der Münzen. Ne? Das ist ja auch das, dieses Beständige, das ist die Manifestation. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass hier einem das hier so klar wurde, was man an dem anderen verloren hat und so zurückblickt auf sein Leben und denkt, Mensch, wie war das denn damals? Es war, ich habe viel in meinem Leben gemacht, aber das war wirklich das Nonplusultra eigentlich. Und ich habe mich hier falsch entschieden. Und darüber macht dieser Mensch sich jetzt Gedanken, wie er dir diese Emotionen, wie er dir das so vermitteln kann, denke ich. Dann haben wir die nächsten Schritte, ja, der Hund, die Fische und der Schlüssel. Für mich sind die Fische immer die Seelenpartnerkarte. Einige nehmen auch den Hund, aber denn es ist ja auch gedoppelt und das mit Sicherheit als Aufruf und Zeichen, ja, es ist sein Seelenpartner. Das ist diesem Mensch wahrscheinlich sehr klar geworden. Dieser Mensch ist sehr loyal. Wenn es um dein Gegenüber geht, sieht er dich so als loyal, als seinen Seelenpartner. Und dass das doch das war, was er wollte. Hier ist nochmal das Ausrufezeichen, ist der Schlüssel mit Sicherheit. Das war doch der Mensch, der zu mir gehört einfach und der treu ist und loyal. Und ich denke auch, dass dieser Mensch diese positiven Eigenschaften jetzt an dir sieht, was dich auch ausmacht, sondern dass du eben diese Eigenschaften hast, diese Freundschaft einfach, die auch wichtig ist, ja, bei einer Beziehung. Und dass man treu ist und loyal und eine tiefe Seelenverbindung hier hat und das mit dem Schlüssel nochmal unterstrichen, ja, es ist dein Seelenpartner hier, ja. Dieser Mensch war schon richtig für dich. Eine Tarotkarte, die wollte rausfallen. Und noch eine Karte. Okay, da haben wir einmal den Gehängten und zwei der Schwerter. Ja, zwei der Schwerter ist auch wieder dieses, ne, dieses Mentale, diese Gedanken. Ne? Schwerter, Luftzeichen, ja, sind ja auch, es ist ja euer Element, die Gedanken, ja. Sich viel Gedanken, um was zu machen.
Man ist ja noch so in diesem Entscheidungsmodus, ja. Wie gehe ich es an, denke ich mal? Da steckt noch trotz dieser, also ist noch eine Unsicherheit, denke ich mal. Man realisiert hier das, man merkt, man ist nicht, es geht einem nicht gut, man ist hier in einer Mangelenergie, man weiß, man hat was falsch gemacht, man möchte gerne. Und einem ist das auch, das ist so, man spürt das so, aber so dieses, ich gehe jetzt da richtig hin, ne? Also das möchte man gerne. Ich habe hier noch nicht diese Aktionskarte, sondern dieses, ich habe das Bedürfnis, das zu tun, weil ich das und das eingesehen habe und nochmal hier jetzt drüber nachdenke, in mich nochmal gehe auch und auch die Entscheidungskarte, wie soll ich es jetzt tun? Und ich denke mal, dass dieser Mensch sich eigentlich schon dafür entschieden hat, nur noch nicht so den Mut hat oder noch nicht genau weiß, wie er das bewerkstelligen soll. Der Gehängte, Sternzeichen Fisch könnte das sein, ja. Ist für mich immer der, nee, der ist nämlich so rum. Genau. Der Perspektivwechsel, ja. Für mich ist die Karte so. Ist auch eine Karte des Stillstandes, ja. Würde auch hier sehr gut passen, ne? Man wartet hier noch ab. Aber wenn dieser Mensch hier an den Füßen hängt und ihr seht, hier wird es ganz hell, bekommt er irgendwann die Erleuchtung, weil wenn man so aufgehängt wird, platzt einem irgendwann der Schädel. Und man muss irgendwas tun. Man hält das nämlich nicht lange in so einer Position aus. Und ich glaube, dieser Mensch ist kurz davor, wirklich sowas zu unternehmen, weil jetzt ist noch dieser Stillstand, jetzt ist noch dieses, wie gehe ich es an? Aber für mich ist das wirklich dieser Perspektivwechsel, der hier angezeigt wird bei diesem Menschen, weil er tatsächlich schlaflose Nächte hat und weiß, man hat, es geht ihm halt nicht gut und macht sich viel Gedanken über sein Leben und blickt zurück. Und in dieser Energie ist dieser Mensch hier gerade. Und er weiß eben auch, guck hier, das ist auch Sternzeichen Fische, also die Seelenpartner-Geschichte, dass das was ganz Besonderes war, diese Verbindung. Und ich nehme an, dass hier es zu einem Perspektivwechsel dieses Menschen kommt. Klar ist es diesem Menschen auf der mentalen Ebene und auf der emotionalen Ebene, denke ich, auf jeden Fall. Jetzt lege ich natürlich eine Zeitkarte auf den Gehängten. Ne? Wann wird dem Gehängten denn hier wirklich der Kopf zerplatzen und tatsächlich wird er die Richtung wechseln? Bitte eine Karte für die Luftzeichen, für den Gehängten, bitte. Nee, das sind jetzt zu viele. Noch mal mischen. Bitte eine Karte für den Gehängten. Na, die wollte raus. Die Umstände bestimmen 7 Tage, 7 Wochen. Ja, das ist ja tatsächlich nicht mehr so lange. Mitte November Update. Ja, es mag ja gut sein, dass es dann zu Weihnachten ist. Ja, ich musste eben stoppen, weil es an der Tür geklingelt hat. So, jetzt geht weiter. 7 Tage, 7 Wochen, wie gesagt, die Umstände bestimmen, ja. Bis dieser Mensch hier diesen Wechsel vornimmt. Er ist dabei, aber er wartet, glaube ich, auf einen günstigen Moment, wann er sich in der Lage fühlt, auf dich zuzukommen oder auf den anderen zuzukommen. 7 Tage, 7 Wochen kann zu Weihnachten sein, vielleicht zu Nikolaus oder ja, rechnet euch das selber hin, die Zahl 7. 7 ist auch siebtes Haus, Waagehaus, es ist das Beziehungshaus, ja. Das passt ja dann auch sehr gut, auf den anderen zuzukommen. Das ist schon tatsächlich in seinem Plan. Und jetzt nochmal eine Karte aus den anderen Botschaften. Da flog er schon. Tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort. Tu das, was du dir richtig hältst. Genau. Dieser Mensch weiß es. Ja. Der weiß, was falsch ist, an was es lag. Und er weiß auch, was er tun muss.
was richtig ist. Und es ist halt wirklich diese Frage der Zeit. Und ich gehe davon aus, dass es in diesem Jahr tatsächlich noch gelingen wird. In dieser Energie befindet er sich jedenfalls gerade oder sie. Dreht euch das hin, ist immer geschlechterneutral, ganz klar. Aber ja, das sind die Energien, die Liebesenergien für die Luftzeichen für den November. So, meine Lieben, ich hoffe, das hat euch gefallen, dieses Elemente-Reading, so Mitte des Monats. Schreibt mir gerne in den Kommentare, wie ihr das findet, ob ihr resoniert. Ich freue mich natürlich über eure Abos und Likes, klar. Und schaltet noch nicht ab. Ich habe im Folge dieses Videos noch eine kurze Mitteilung an euch zu machen. Wäre schön, wenn ihr euch das auch anschaut. Und sonst sage ich bis dahin, bis zum Dezember. Macht's gut, euer Löwenherz. Hallo, ihr Lieben. Ja, noch was in eigener Sache. Und zwar lege ich ja nicht nur Karten und beschäftige mich astrologisch mit Beratung, sondern ich male auch. Und ich habe für nächstes Jahr einen Kalender gemacht. Und zwar sind das alles selbstgemalte Tarotbilder von mir. Ja, hier ist eine Kurzbeschreibung von mir. Da seht ihr auch mal, wie ich so aussehe. Und dann haben wir hier Januar. Das wäre das Symbol des Teufels. Darunter habe ich noch, wie ihr seht hier, die Sternzeichen, Steinbock, den Planetenzugehörigkeit Saturn, das Element Erde und das 10. Haus. Und dann habt ihr hier noch unten, da könnt ihr eure Termine eintragen. Ja, und das ist halt, hier haben wir ja zum Beispiel Juni, das ist ja das Sternzeichen Zwillinge, das sind die Liebenden. Und was haben wir denn noch? Der Löwe, die Sonne. Ja, das ist auch besonders schön geworden. Das ist der Eremit, das ist Sternzeichen Jungfrau. Genau, also wer mag, wer Interesse an diesem Wandkalender hat, den könnt ihr halt aufhängen. Der schreibt mich gerne an. Und dann würde ich euch den zukommen lassen. Dieser Kalender kostet 19 Euro. Und ich habe mir überlegt, die ersten 10 Bestellungen, die bekommen das für 16 Euro. Ja, wenn ihr mögt, signiere ich euch den ganz gerne. Und genau. Ja, das war es in eigener Sache. Würde mich freuen, wenn ihr da Interesse dran habt. Genau, dann schicke ich euch den gerne zu. Auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, finde ich. Alles klar. Gut, macht's gut. Bis dahin, euer Löwenherz.